Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nanawood ist wieder in der Hood. Und heute habe ich nur so ein kleines Video für euch. Und zwar hatte ich in den letzten Tagen Geburtstag. Und ich wollte euch jetzt heute einfach mal meine Geschenke vorstellen, weil ich wirklich schöne Sachen bekommen habe. Und nein, das tue ich nicht, um irgendwie anzugeben oder sowas, nur nochmal, um es dazu gesagt zu haben, sondern einfach nur, um euch so vielleicht ein paar Inspirationen zu geben und ja, einfach um euch zu zeigen, was ich so bekommen habe, und vielleicht wollt ihr das ja dann auch haben oder vielleicht findet ihr das ja auch ganz cool oder nützt euch irgendwas oder so. Das mache ich nur deswegen, genau. Wundert euch nicht, hier steht ein Ventilator und der ist an, deswegen wehen meine Haare ab und zu so ein bisschen und vielleicht hört man das auch, aber es ist so warm heute wieder. Eigentlich ist schon seit Tagen Gewitter gemeldet, aber irgendwie kommt einfach nichts und ja, naja, deswegen der Ventilator. Und ja, nur, dass ihr Bescheid wisst. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. So, ich fange an mit dem ersten Geschenk, was ich bekommen habe, und das ist ein Armband von Tom Hope, und das ist eine Marke, wo ich das Gefühl habe, dass die bald ziemlich groß rauskommen wird. Die ist noch nicht so bekannt, aber die ist so ähnlich wie Captain & Son oder wie das heißt, wenn ihr das schon mal gehört habt, oder wie Daniel Wellington, so ähnlich. Also die machen auch Armbänder, Uhren, Pullis, so Zeug machen die halt. Das Armband gefällt mir echt sehr gut und es hat auch eine Bedeutung für mich, deswegen finde ich das wirklich mega, mega schön und ja. Als nächstes habe ich ein Bild bekommen von meinem Bruder, das ist wirklich mega süß. Und über sowas freut man sich als große Schwester natürlich immer, von meinem kleinen Bruder, und deswegen, ich finde das wirklich richtig süß und ja. Das bin übrigens ich. Sieht man doch hier an dem roten Haar. So, dann habe ich eine Leggings bekommen. Moment. Hier. Also die sollte eigentlich auch jeder von euch kennen. Das ist die ganz normale Adidas Leggings in Schwarz. Mit diesen drei weißen Streifen. Drei. Ich dachte gerade, es sind nur zwei. Nein, mit diesen drei weißen Streifen, und ich finde die wirklich sehr schön. Ich hatte die schon mal, aber meine ist hier unten an den Beinen ist die so aufgegangen, also die Naht hat sich gelöst und dann hatte die voll viele Löcher, die konnte ich natürlich nicht mehr anziehen. Deswegen habe ich mir die nochmal gewünscht und habe sie auch bekommen, und ich kann die wirklich nur empfehlen. Diese Hose ist so bequem, wirklich, das ist richtig krass. Vor allem, ich finde, sie sieht auch einfach zu allem gut aus, und ja, deswegen mag ich die echt gern. So, dann habe ich ein neues Stativ bekommen, was ihr jetzt nicht sehen könnt, weil die Kamera drauf steht, weil in meinem letzten Video, wenn ihr das geschaut habt, ist auch nochmal in der Infobox verlinkt, das war das Video mit der Kiki. Da habe ich ja gesagt, dass mein Stativ kaputt ist, weil der eine Fuß rausgebrochen ist, und deswegen habe ich das genutzt und mir zum Geburtstag ein neues gewünscht, und das ist das hier. Könnt ihr jetzt leider nicht sehen, weil die Kamera drauf steht, aber es ist einfach nur schwarz, es ist halt ein Stativ, und ja, ich kann euch die Produkte auch gerne nochmal in der Infobox verlinken, falls euch wirklich ein Produkt interessiert, wo ihr toll fandet, dann könnt ihr da nochmal nachschauen. Ja, das ist wie gesagt ein Stativ, wirklich praktisch, jetzt muss ich mir keine Konstruktion mehr bauen, sondern habe ein praktisches Stativ. Und da bald auch wieder die Schule losgeht, habe ich zwei Ordner geschenkt bekommen. Dieser hier ist von Leitz und den hatte ich auch schon letztes Schuljahr in Grün hatte ich den. Jetzt, das ist so ein Türkisblau, und ich finde die Ordner wirklich mega praktisch, da passt richtig viel rein. Und ja, ich mag es generell lieber, wenn ich Ordner habe für die Schule, wo ich halt einfach alles reinpacken kann, anstatt irgendwie Hefte und dann für jedes einzelne Fach ein Heft. Finde ich persönlich unpraktisch, deswegen benutze ich seit der 8. Klasse oder so Ordner, finde ich einfach am besten. Und dann habe ich noch den Ordner bekommen, den finde ich auch wirklich mega cool, weil es einfach mal so ein komplett anderes Muster ist mit New York. Und hier innen ist auch nochmal, kann man sehen, ja, steht alles voll mit New York, und finde ich wirklich mega cool. Und jetzt habe ich zwei Ordner, das heißt, wenn der eine voll ist, kann ich den anderen entweder benutzen oder das umheften oder so. Ist wirklich echt praktisch, weil die Ordner werden ja richtig schnell voll in der Schule. Dann habe ich einen Geldbeutel bekommen, das ist dieser hier, kann euch mal so zeigen. So, der hat hier so eine Schnalle, so. Und ja, der ist etwas größer, aber den habe ich mir auch gewünscht. Der ist von Co-Cases. Ich finde, der sieht dem von Calvin Klein ziemlich ähnlich. Also wenn der euch von Calvin Klein zu teuer ist, dann ist das eine gute Alternative. Und ja, wenn man den so aufmacht, dann ist da auch wirklich mega viel Platz drin.
So, kann ich euch mal zeigen. Ihr habt da verschiedene Fächer für Karten und hier für Reißverschluss für Kleingeld. Und es passt sogar das Handy rein. Das finde ich richtig cool. Also hier ist mein Handy. Und das passt hier einfach rein und kann ich zumachen. Und dann habe ich eine kleine Tasche mit Geld, Handy, Ausweis, einfach alles ist richtig praktisch. Deswegen mag ich den echt gerne und ja, finde ich gut. Als nächstes zeige ich euch ein Parfüm, was ich bekommen habe. Das ist nämlich Moment de Bonheur von Yves Rocher. Und es ist ein Eau de Parfum und es riecht wirklich mega gut. Ich liebe dieses Parfüm. Ich hatte das schon mal und es ist dann leer gegangen, deswegen habe ich es mir nochmal gewünscht. Und ich mag es wirklich sehr, sehr gern, weil es einfach so ein frischer, sommerlicher Duft ist und damit kann man einfach wirklich nichts falsch machen. Doch, das riecht einfach wirklich mega gut. Einen Gutschein bekommen. Oh Gott, ich kann nicht. Es liegt nicht am Parfüm. So, dann habe ich von meinen Brüdern einen Gutschein bekommen von einem Dönerladen bei uns um die Ecke. Ich finde das richtig cool, weil da bin ich ab und zu wirklich und Gutschein von 10 Euro für einen Dönerladen, was willst du mehr, kannst du zweimal Döner essen gehen, finde ich richtig die witzige Idee, also habe mich wirklich gefreut. Und das ist einfach mal eine coole Idee gewesen, das ist was komplett anderes, deswegen fand ich das richtig gut. So, dann habe ich noch einen Planer bzw. Aufgabenheft bekommen, auch für die Schule ist das echt praktisch. Und das ist wirklich mega cool. Ich finde erstmal, das Design ist richtig cool. Da steht, unrealistische Pläne sind voll mein Ding. Und ja, das ist ganz normal wie so ein Kalender. Kann man Aufgaben reinschreiben, wie gesagt, für die Schule oder sonst was. Oder einfach nur als Kalender verwenden. Und das Praktische ist, da hinten, also ganz hinten drin, steht die englische Grammatik, die lateinische Grammatik, französische Grammatik, Physik. Es gibt ein Periodensystem von Chemie. Es stehen Matheformeln drin, Ferien und Feiertage. Das ist richtig cool. Und hier hinten gibt es nochmal Sticker. Hier. Also ich fand das echt cool, voll praktisch. Und wenn man mal was nicht weiß, kann man das einfach hier schnell nachschlagen. Für Mathe, Englisch, was weiß ich. Also wirklich richtig praktisch. Dann habe ich von einer sehr guten Freundin aus Berlin ein Paket zugeschickt bekommen. Da war einmal hier so ein Kissenbezug drin, kann man es lesen, ja. Und den finde ich mega süß und sie meinte, sie hat den auch. Und hier hinten ist nochmal so Punkte. Sie meinte, sie hat den auch und das finde ich eine richtig süße Idee. Und jetzt haben wir beide den gleichen Kissenbezug, also ist richtig süß. Und dazu dann noch diese Tasse, da steht Best Friends drauf. Die finde ich auch wirklich mega süß. Und dann war noch dieses Duschgel dabei. Das ist von Tommy Hilfiger sogar und es riecht wirklich mega gut. Also ich habe es auch gleich als erstes schon ein paar Mal benutzt, weil ich habe es gerochen und dachte mir so, boah, geil. Und ja, das ist Tommy Girl heißt es und wirklich, das riecht einfach nur mega gut. Richtig geil. Ja, da war noch eine Karte bzw. zwei Karten dabei. Und ja, ich habe das nämlich alles gerade wieder zusammengesucht, weil ich ja, das alles schon aufgeräumt hatte, deswegen hoffe ich, dass jetzt überhaupt alles dabei ist. Wenn nicht, tut's mir leid. Ah, die Creme war noch dabei in dem Paket. Ja, die Creme. Das ist die BB More reichhaltige Nachtcreme. Stimmt, die war auch noch dabei. So, ja. Auf jeden Fall wirklich mega cool und vielen Dank an der Stelle nochmal dafür. Ich habe mich wirklich riesig gefreut und ich finde es wirklich schön, dass ihr immer an mich denkt mit dem Paket und so. Und ja, auf jeden Fall vielen Dank, hat mich wirklich mega gefreut. Viele Grüße an dich. So, von meinen Tanten, von meinen zwei Tanten, habe ich einmal das bekommen. Also das ist von der einen Tante, muss ich dazu sagen. Das ist von Frutini, My Craziness is Mango. Und ich liebe Mango. Alles, was mit Mango zu tun hat, finde ich mega geil. Riecht gut, schmeckt gut, sieht gut aus. Und ja, das ist ein Body Scrub, also so ein Peeling. Und es riecht wirklich richtig gut. Mango halt, finde ich richtig cool, mega toll. Und das zweite ist von Rituals. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber die machen wirklich gute Sachen. Jetzt geht die Sonne weg. Cool. Nein, die machen wirklich richtig coole Sachen. Das ist auch so ein Body Showergel, ja. Und das, wenn man das rausmacht, ist es flüssig. Aber wenn man es verreibt, wird es dann zum Schaum. Und das ist richtig cool. Das ist dieses hier. Kann man sehen, ja. Das ist The Ritual of Sakura. Sakura. Organic Rice Milk and Cherry Blossom. Also riecht auch wirklich gut und danach riecht man auch noch danach nach dem Duschen. Also finde ich gut. Richtig cool. Und zum Schluss habe ich von meiner anderen Tante
eine Beauty-Box geschenkt bekommen. Finde ich eine richtig coole Idee. Das ist so eine Box, die kann man halt eben kaufen und man weiß nicht, was drin ist. Das ist quasi so eine Überraschungsbox und sie wusste auch nicht, was drin ist. Sie war voll aufgeregt, hat gehofft, dass was dabei ist. Und ja, da sind halt so Kleinigkeiten drin, kann ich euch mal zeigen. Also zuerst war hier so von Bella ein kleiner Spiegel drin. Hier. Wartet. So. Ist halt so ein Spiegel. Fand ich schon mal richtig cool, voll praktisch für die Tasche. Dann hier einmal Showergel, also Duschgel. Und von Jill Sander war eine Body Milk, also zum Eincremen, was zum Abduschen, was zum Eincremen. Dann war ein Blush drin. So. Von Bella Pierre, also richtig cool, ich habe es auch schon ausprobiert, das ist wirklich richtig kräftig, die Farbe ist richtig gut, es ist so ein orangiger Ton, steht da die Farbe drauf? Ne, steht keine Farbe drauf, aber Lichtschutzfaktor 15 sogar. Dann auch von Rituals, auch von The Rituals of Sakura, tut mir leid, eine Body Cream. Und dann eine Wimperntusche von Lancôme sogar. Das ist so ein kleines Pröbchen gewesen. Und so sieht die Bürste aus. Die ist so ein bisschen geschwungen. Finde ich cool. Habe ich schon ausprobiert. Und dann war noch das hier drin. Ich wusste erst nicht, was es ist, bis ich dann gegoogelt habe. Das ist Aqua Colonia White Peach und Koriander. Das ist ein Parfüm. Das muss man halt so aufträufeln. Irgendwie so, also es hat keinen Pump-Dings. Und zum Schluss noch ein Bodyöl, was Glitzer ist. Also das ist so ein Goldschimmer, den könnt ihr euch auf die Beine machen im Sommer oder als Highlighter verwenden. Finde ich wirklich sehr cool. Da steht sogar drauf, dass es für Gesicht, Körper und Haare ist. Ich weiß allerdings nicht, wie ich das in meinen Haaren verwenden soll. Naja, auf jeden Fall ist es von Nuxe, N-U-X-E. Keine Ahnung, ich habe noch nie davon gehört. Und ja. Genau. Naja, ich habe schon ausprobiert, es glitzert auf jeden Fall, sieht wirklich toll aus. Perfekt für den Sommer. Ja, das war diese Beauty Box. Fand ich auch eine richtig coole Idee. Und ja, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit meinen Geschenken. So, das war's mit meinem Video. Vielleicht war für euch ja die ein oder andere Sache dabei, die ihr cool fandet oder die ihr auch gerne mal ausprobieren wollt oder die ihr euch auch zulegen wollt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt einen Kommentar. Und ja, ihr könnt auch gerne in der Infobox vorbeischauen. Ich versuche so viele Produkte wie möglich da zu verlinken, die ich halt finde. Ja, da könnt ihr gleich draufklicken, falls es euch interessiert und müsst nicht lange rumsuchen. Und ja, versucht doch die Glocke zu aktivieren bei meinem Kanal, weil manchmal ist es so, wenn ich Videos hochlade, dann sehen die nicht alle, weil sie die Glocke nicht gedrückt haben und dann keine Benachrichtigung kriegen. Und ja, das ist schade, weil dann bekommt ihr nicht mit, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ja, das wollte ich einfach nur nochmal gesagt haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin eine schöne Zeit. Bis dann.